Sind Muttersprachler bessere Lehrer oder sind sie schlechtere Lehrer? Was sagt die Forschung dazu? Und sieht das in der Realität anders aus? Naja, zuerst müssen wir das Wort Muttersprache definieren. Ist die Muttersprache die erste Sprache, die man jemals gehört hat? Oder ist die Muttersprache die Sprache, die man zuerst gesprochen hat? Oder die Sprache, die die eigene Mutter gesprochen hat? Reden wir von der Sprache, die man am besten sprechen kann? Die Sprache, die man schreiben kann? Die Sprache, in der man ein ausgeprägtes Sprachgefühl hat? Für viele Leute sind die Antworten auf diese ganzen Fragen gleich, also nur eine Sprache. Aber das ist nicht für alle so. Dazu gibt es auch Menschen, für die mehrere Sprachen zutreffen. Auch in der Forschung ist die Definition von Muttersprache bzw. Erstsprache auch nicht eindeutig. Das ist erstmal wichtig zu sagen, weil es schon sein kann, dass die Sprache, die du zuerst gesprochen hast oder die du von deiner Mutter gelernt hast, trotzdem schwächer ist als eine andere Sprache. Auch wenn man in einem Land aufgewachsen ist oder in dem Land einen Abschluss gemacht hat, sagt das nicht unbedingt etwas über dein jetziges Sprachniveau aus. In vielen Gegenden wird die Landessprache nicht gesprochen und in Großstädten gibt es oft Schulen, die in anderen Sprachen unterrichten. Auch wenn das nicht der Fall sein sollte, kann es trotzdem sein, dass man eine Sprache verlernt. Dazu habe ich ein ganzes Video gemacht. Das werde ich euch hier oben und unten in der Videobeschreibung verlinken. Davon möchte ich in diesem Video nicht allzu viel erzählen, aber es ist wichtig zu sagen, dass eben nicht alle Muttersprachler genau die gleichen Sprachkenntnisse haben. Genauso wie nicht alle Nicht-Muttersprachler die gleichen Sprachkenntnisse haben. Es gibt eben ein breites Spektrum. Was ist ein Lehrer? Diese Frage kommt dir bestimmt komisch vor, aber es ist trotzdem wichtig, sich erstmal diese Frage zu stellen, was erwarten wir wirklich von unseren Lehrern? Dass sie perfekt sprechen? Dass sie perfekt erklären können? Dass sie den Unterricht kreativ und interessant gestalten? Dass sie sich in die Lerner hineinversetzen können? Dass sie Selbsterfahrung haben? Beispielsweise mit einer bestimmten Sprachprüfung oder dass sie eben in dem bestimmten Land auch als Ausländer gelebt haben. Oder reicht es aus, wenn sie irgendeine Sprachprüfung abgelegt haben oder irgendwann irgendwo als Ausländer gelebt haben? Oder reicht es aus, wenn sie einfach viel Erfahrung mit dem Unterrichten haben? Diese Fragen sind sehr wichtig. Was ist ein Muttersprachler? Also was verstehen wir unter diesem Begriff? Und was davon erwarten wir von Lehrern, wenn überhaupt? Ohne diese Fragen und eben die Antworten auf diese Fragen ist es schwierig, wirklich zu wissen, ob ein Muttersprachler dir am besten helfen kann. Oder ob Muttersprachler für dich gar nicht in Frage kommen. Was ist dein Niveau und was ist dein Ziel? In den niedrigeren Niveaus, also A1 und A2, ist es weniger wichtig, dass der Input perfekt ist. Man arbeitet viel mit Bausteinen und Floskeln, die man teilweise auswendig lernt. Wie geht es dir? Ich komme aus... Ich würde gerne nachreisen. Dann ist es fast schon egal, wo dein Sprachlehrer herkommt. Dafür kommt es umso mehr darauf an, dass diese Person nicht nur die Grammatik und den Grundwortschatz gut beherrscht, sondern auch
dass sie diese gut vermitteln kann und eben in der Lage ist, deine Stärken und deine Schwächen eben zu erkennen und darauf einzugehen. In dieser Phase sollte der Lehrer ein echter Sprachlehrer sein, also wirklich in der Sprachvermittlung ausgebildet sein. Einfach nur Muttersprachler sein reicht einfach nicht. Dann kann man zwar die Muttersprache gut anwenden, aber diese noch lange nicht vermitteln und lehren. Auch wenn die Person Deutsch studiert hat als Muttersprachler, heißt das nicht, dass sie Deutsch als Fremdsprache effektiv unterrichten kann. Was man im Deutschunterricht in deutschen Schulen macht, ist sehr anders, als was man im Deutsch als Fremdspracheunterricht macht, besonders wenn man die Niveaus A1 und A2 anschaut. Das heißt aber nicht, dass nicht muttersprachliche Lehrkräfte nur in den niedrigeren Niveaus was zu suchen haben. Ganz im Gegenteil. Solche Lehrer sind oft mit der Besonderheiten der jeweiligen Sprache sehr gut vertraut. Sie sind daher in der Lage, auf bestimmte Details hinzuweisen, die dem Muttersprachler selbstverständlich oder einfach nicht so bedeutsam erscheinen. Oder die er nicht in der gleichen Art und Weise erklären kann wie ein Nicht-Muttersprachler. Die Hinweise, die Muttersprachler geben, sind nicht immer für den Lerner hilfreich. Wenn ein Lerner fragt, ob Dativ oder Akkusativ richtig ist, zum Beispiel in diesem Zusammenhang, der Arzt hilft der oder die Person. Und ein Muttersprachler sagt, naja, wem hilft der Arzt? Das ist nicht immer hilfreich, da das eben voraussetzt, dass man das so tief drin hat, dass das automatisch ist. So ist das auch bei Muttersprachlern in den meisten Fällen. Aber für Lerner ist das oft zumindest noch nicht der Fall. Auf solche Hilfeversuche käme ein Lehrer nicht, der kein Muttersprachler ist. Wenn es darum geht, zu verstehen, was zwischen deiner Muttersprache und der Zielsprache unterschiedlich ist, kann es helfen, mit einem Lehrer zu arbeiten, der eben die gleiche oder eine ähnliche Muttersprache hat. Diese Person hat bestimmt ähnliche Fehler gemacht, wie du jetzt machst, und dadurch hat sie gelernt, wie die Sprachen eben unterschiedlich sind. Für die Herangehensweise an eine fremde Sprache ist jemand, der die Sprache eben intuitiv als kennengelernt hat, nicht unbedingt hilfreich im Vergleich zu jemandem, der die Sprache eben systematisch gelernt hat, vielleicht sogar in der Schule, da er sich wirklich in die Schüler hineinversetzen kann. Und das ist alles nicht, um zu sagen, dass muttersprachliche Lehrkräfte schlechter sind oder diese Sachen nicht machen können. Aber dann müssen sie auch Sprachlernerfahrung haben, schon mal im Ausland gelebt haben, vielleicht einfach allgemein einfühlsam sein und so weiter. Aber es ist einfach, um zu zeigen, dass Muttersprachler sein an sich nicht entscheidend ist. Auf den ersten Blick ist der Deutsche, also der Muttersprachler, der bessere Deutschlehrer. Auf den zweiten kann es durchaus ein Ausländer sein, vielleicht einer, der Germanistik und Deutsch als Fremdsprache studiert hat und sich eben in den Feinheiten und dem Aufbau der Sprache auskennt. Das muss bei einem normalen Muttersprachler nicht der Fall sein. Hierbei ist es besonders wichtig zu schauen, was für Erfahrung der Lehrer hat.
Generell sind Sprachlehr- und Sprachlernerfahrungen sehr wertvoll, um die Lernenden anzuleiten und eben Strategien zu vermitteln. Bestätigen das die Studien? Nasaga Basta und Sierra zeigen, dass Lerner muttersprachliche Lehrkräfte bevorzugen. Aber warum? Und ist das gerechtfertigt? In diesem Artikel von Lia gibt es viele Hinweise darauf, warum es manchmal nicht von Vorteil ist, wenn der Lehrer Muttersprachler ist. Hier steht zum Beispiel, beim näheren Hinsehen erweisen sich scheinbare Vorteile der Muttersprachler als mögliche Hinderungsgründe für einen effizienten Unterricht. So kann die eigene Vertrautheit mit der Sprache zwei entgegengesetzte Effekte für die Praxis haben. Das heißt, zum einen ist man natürlich sehr vertraut mit der Sprache, aber wie das oft ist, sind Experten nicht immer das Beste für Anfänger. Also man kann auch nicht erwarten, dass irgendwie krasse Forscher im Bereich Astrophysik die besten Vermittler von Physik für Kinder sind, sozusagen. Naja, hier habe ich auch schon gesagt, aber es ist auch interessant, das hier in einer Studie zu sehen. Ein weiteres Problemgebiet für muttersprachliche Lehrende ergibt sich daraus, dass sie keine persönlichen Erfahrungen mit dem Erlernen ihrer eigenen Sprache in einem Sprachkurs haben. Das heißt, es hilft schon, wenn sie irgendeinen Sprachkurs gemacht haben, dann haben sie zumindest ein bisschen Erfahrung, aber sie haben natürlich niemals an einem Deutsch als Fremdsprachekurs teilgenommen. Okay, ja, und hier ist, wie ich gesagt habe, für Menschen, die eben aus dem Englischen kommen und eben Deutsch lernen, dass sie eben Strategien entwickeln und diese gut weitergeben können, falls eben sie andere Englisch-Muttersprachler oder Englischsprechende eben unterrichten. Genau. Natürlich gibt es auch viele Vorteile von Muttersprachlern. Hier steht, dass sie natürlich sehr gut wissen, was natürlich akzeptabel und eben richtig klingt. Aber auch wenn sie die Gründe dafür nicht unbedingt kennen oder vermitteln können. Das ist natürlich auch interessant. Aber hier ist interessant, Deutschlerner haben gesagt, dass der Hauptvorteil von Nicht-Muttersprachlern ist eben, dass sie diese Lernerfahrung im Bereich Deutsch als Fremdsprache haben. Das ist natürlich sehr spannend. Und hier wird auch über Schwierigkeiten der Nicht-Muttersprachler gesprochen. Und hier steht, dass eben Vokabelkenntnisse und Detailwissen in den Bereichen Grammatik und Kultur, ja, dass das eher ein Problem darstellt. Und deswegen würde ich sagen, ja, wenn man aber als Nicht-Muttersprachler diese Kenntnisse, soweit es geht, ja, aufbaut und ausbaut, dass das wirklich helfen kann, ne? Genau, wir gucken weiter. Interessant ist auch eine Bemerkung, was immer wieder vorkam in dieser Studie, dass Muttersprachler schneller sprechen als Nichtdeutsche, was wohl auf die Erfahrung des Überfordertseins mit dem Sprechtempo in der Fremdsprache zurückzuführen ist. Das heißt, dass Lerner oft überfordert fühlen im Unterricht mit Muttersprachlern. Man kann überlegen, ob das vielleicht hilfreich sein kann in Zukunft, wenn man mehr Erfahrung mit dem Überfordertsein hat.
Genau. Studenten, hier noch ein Zitat, Studenten und Studentinnen mit Nichtmuttersprachlern als Lehrkraft hoben vor allem die größere Akzeptanz und das ausgeprägtere Verständnis für ihre Schwierigkeiten beim Erlernen der Sprache hervor, da die Lehrenden die gleichen Erfahrungen, die sie jetzt machen, für selbst gemacht hätten. Genau. Und Kritik an Muttersprachlern waren unter anderem, dass sie zu schnell sprechen, dass sie zu viel korrigierten und dass sie größere Schwierigkeiten hätten, die Grammatik zu erklären. Genau. Das heißt, das ist eine relativ alte Studie aus 1994, aber ich glaube, es ist tatsächlich trotzdem relevant. Das heißt, beide Arten von Lehrern können hilfreich sein und beide Arten haben natürlich Nachteile. Also man muss die Vor- und Nachteile auf jeden Fall abwägen. Genau, das hier ist eine Diplomarbeit von der Universität Wien. Genau, das muss ich auch zugeben. Hier. Diese Fragen, die ich in diesem Video bearbeite, Vor- und Nachteile von Nicht-Muttersprachlern und von Muttersprachlern, wird in der Forschung sehr wenig beachtet. Auch Hinkel fragt sich, ob Native Speaker wirklich die besseren Fremdsprachenlehrer sind. In diesem Artikel sind sehr viele Sachen, die eben mega spannend sind. Aber gerade möchte ich besonders das am Ende anschauen. Ist ein bisschen lang, aber ich lese es trotzdem mal vor. Sind also nicht deutsche Lehrkräfte für den DAF-Unterricht besser vorbereitet als Muttersprachler, also Native Speaker? Ja, soweit sie das Deutsche in allen seinen Dimensionen gut beherrschen. Spannend, ne? Geht weiter. Und sind deutsche Muttersprachler, zumindest im Ausland, abzulehnen? Nein. Wenn sie nicht nur in Deutschland studiert haben, sondern auch im betreffenden Ausland dort so lange gelebt haben, dass sie in der Muttersprache und Kultur ihrer Lerner zu Hause sind und persönliche Erfahrungen in der Aneignung von Fremdsprachen haben und wenn sie im Unterricht die Empathie aufbringen, nicht nur mit ihrem eigenen Kopf, sondern mit dem ihrer Lerner bei deren rezeptiven und produktiven Sprachgebrauch mitzudenken. Okay, ja. Spannend, ne? Also wir sehen, dass es zumindest im Ausland hier gesagt wird, dass es vielleicht sogar besser wäre, nicht deutsche Lehrkräfte zu haben. Und was denke ich? Nachdem ich von allen möglichen Lehrern gelernt habe, selbst unterrichtet habe und einige Studien durchgelesen habe. Das Wichtigste beim Suchen eines Lehrers ist eben, dass diese Person eine Sprache gut vermitteln kann. Das kann beispielsweise durchs Erklären und Grammatikübungen oder eben auch durch Gespräche und interaktive Kommunikation passieren. Die Art und Weise ist bei jedem Lehrer leicht anders und was dir bei einem bestimmten Ziel helfen kann, ist je nachdem anders. Das heißt, es kann sich auch mit der Zeit ändern. Wenn du einen bestimmten Dialekt bzw. die Sprache aus einer bestimmten Region sprechen willst, dann wäre es schon hilfreich, jemanden zu finden, der lange dort gelebt hat und am besten noch dort lebt.
Viele sehen diesen Grund, zum Beispiel, dass man bald nach Österreich zieht, als ein Grund dafür, mit einem Muttersprachler zu arbeiten, der eben aus Österreich kommt. Da stimme ich aber nicht unbedingt zu. Hierfür würde ich es eher als hilfreich empfinden, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der auch davor Hochdeutsch gesprochen hat und von diesem Zustand aus eben nach Österreich gezogen ist und eben dann ja, das Regionale gelernt hat und wie man sich am besten dort ausdrückt und wie man Freunde findet und so weiter. Also, dass mein Lehrer auch diese Erfahrung schon durchgemacht hat. Hierbei würde ich auch jemanden bevorzugen, der erst später nach Österreich gezogen ist, aber immer noch dort lebt, als jemandem, der eben dort aufgewachsen ist, aber schon länger in Spanien lebt oder so. Einfach, weil er die Sprache sich mit der Zeit entwickeln und verändern kann. Und man möchte natürlich das Gegenwärtige lernen, also das, was heutzutage vor Ort gesprochen wird. Bevor das sinnvoll wird, musst du erstmal die Grundgrammatik beherrschen. Man muss schon ein bestimmtes Niveau erreicht haben, bevor man solche Feinheiten wie regionale Aussprache und Ausdrücke überhaupt wirklich bemerken kann und einordnen kann. Deswegen ist es meiner Meinung nach nicht so relevant, genau wo jemand lebt oder woher jemand kommt, wenn ich noch ja eher A1 und A2 lerne. Dazu ist es sehr wichtig, dass man seinen Lehrer nicht als einziges Vorbild für die Sprache sieht. Man sollte immer viele unterschiedliche Quellen benutzen. Unterschiedliche Lehrbücher, aber auch Netflix-Filme, YouTube-Videos, Podcasts zu allen möglichen Themen, Romane, Nachrichten und wirklich alles Mögliche sind sehr, sehr wichtig. Das ist unglaublich hilfreich, um ja, deine Aussprache, deine Grammatik und deinen Wortschatz zu stärken. Stattdessen würde ich gucken, ob ich ein Probeunterricht oder ein Kennenlerntreffen vereinbaren könnte und dann eben schauen, wie ich mich nach diesem Treffen fühle, also mit welchem Gefühl ich nach Hause gehe. Habe ich mich wohlgefühlt? Bin ich selbstbewusster geworden? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich morgen so sprechen könnte wie dieser Lehrer? Das hängt eben nicht nur damit zusammen, ob die Person Muttersprachler ist oder nicht, sondern eben auch damit zusammen, ob die Person nuschelt, ob die Person professionell spricht, etc. Bei der ersten Unterrichtsstunde würde ich mir auch diese Fragen stellen. Wie viel Neues habe ich gelernt? Wie viel habe ich verstanden von dem, was der Lehrer erklärte? Hatte ich die Möglichkeit, Fragen zu stellen? Waren die Antworten präzise und hilfreich? Gab es genug Möglichkeiten, das Neugelernte zu üben? Was habe ich gelernt, was ich sofort anwenden kann? Könnte ich jemandem anderen erklären, was ich gelernt habe? Wie viel hat der Lehrer im Unterricht gesprochen? Und wie viel habe ich im Unterricht gesprochen? Wenn es Einzelunterricht ist, dann finde ich es sehr wichtig, dass man mindestens die Hälfte der Zeit spricht. Wenn es eine Gruppe ist, dann kann es natürlich sehr unterschiedlich ablaufen. Zusammenfassend ist es wichtig zu wissen, dass man höchstwahrscheinlich nicht von A0 bis C2 mit einem einzigen Lehrer lernen wird. Das wäre auch nicht unbedingt zu empfehlen. Ich würde empfehlen, mit unterschiedlichen Lehrern über die Zeit zu arbeiten, das heißt Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler, eher kommunikativ und eher auf Übungen ausgelegt und so weiter. Dadurch wirst du merken, was dir am besten gefällt. Aber manchmal, was uns nicht unbedingt am besten gefällt, kann uns auch dabei helfen, unsere Schwächen zu entdecken und zu verbessern. Und du kannst eben in unterschiedlichen Phasen von unterschiedlichen Sachen
profitieren. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und wenn du dieses Video gemocht hast, wirst du dieses Video bestimmt auch lieben. Also bis dann. Ciao.